Hallo an das Krebskollektiv. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was auf die Krebse im Dezember so zukommt. Wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten Krebs bist, dann könnte hier höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich drin sein. Dennoch ist es eine kollektive Kartenlegung. Das heißt, du bist immer noch gefragt, alles auf deine Themen umzulegen. Und alle Kartendecks, die ich verwende, findest du unten in der Beschreibung sowie Informationen zum Ritual- und Tranceabend im Dezember und Informationen zur Rauhnachtsbegleitung sowie private Kartenlegungen. Zu Beginn möchte ich mich auch von ganzem Herzen bei dir bedanken. Vielen Dank für die Likes, die Abos, die Kommentare. So schön, dass du da bist. Das hilft und unterstützt meinen Kanal hier sehr. So, und ich beginne mich mal mit der Krebsenergie, mit dem Krebskollektiv. Ich verbinde mich mit dem Krebskollektiv und mit der Dezemberenergie. Was kommt im Dezember auf die Krebse zu? Worum geht es hier? Was zeigt sich? Und das Erste, was ich hier wahrnehme tatsächlich, oder was ich sehe vielmehr, ist Qualm aus einem Schornstein. Das ist ein kalter Abend in der Dämmerung und man sieht den Rauch aus den Schornsteinen, besonders aus einem Haus, was eher wie eine Hütte wirkt. Zum einen heißt das für mich eine Art sich bereit machen, eine Art Verkündung, aber ein bisschen eine Art auch von Heimweh oder Fernweh. Wir schauen mal, was das genau zu bedeuten hat. Vielleicht sagt es dir auch schon etwas. Wir gucken mal, mit welcher Energie du von November in den Dezember kommst. Mit welcher Energie kommen die Krebse aus dem November in den Dezember? Mit deiner Energie. Oh, schön. Der Mond. Ja. Der Mond definitiv dem Wasser zugeordnet, genauso wie du. Du als Wasserzeichen bist sehr emotional und sehr gefühlvoll. Also du bekommst auch, oder vielleicht war gerade der November auch, wie bei vielen anderen, ja, natürlich auch sehr herausfordernd, sehr anstrengend. Vielleicht ist sehr viel auf emotionaler Ebene bei dir passiert. Also sehr viel im Unterbewussten, gefühlsmäßig. Und da kann es sein, ja, dass es so eine Mischung ist aus sehr sentimental, sehr feinfühlig, vielleicht auch etwas launisch. Ja, so ein Gemisch aus alles bekomme ich hier, dass du mit, ja, mit diesen verschiedenen Aspekten hier in den Dezember kommst. Wir haben hier Hoffnung, großes Wasser, also wieder Wasser, wieder Emotionen. Reiches Mädchen bekomme ich, dass du das selber bist, auch wenn du hier als Mann zusiehst. Kurze Krankheit. Ja, also das ist eigentlich genau das, wie ich es bekomme. Es ist wie ein Wellengang. Zum einen, dass man hier sehr emotional ist, sehr tief taucht, auch vielleicht in die eigenen Befindlichkeiten, in die eigenen Themen. Dass man dadurch aber viel gelernt hat oder auch viel Wertvolles entdeckt hat, das einen aber auch so ein bisschen ausgelaugt hat. Es kann auch sein, dass man hier jemanden gepflegt hat im November oder auch jetzt in der Zeit, dass es jemandem nicht so gut geht. Und dass du für diese Person aber da bist oder da warst. Bei wenigen bekomme ich, dass du in der kurzen Krankheit-Energie bist, dass es dir vielleicht nicht so gut ging, dass besonders Erschöpfung im Vordergrund stand, also etwas, was man, ja, was sich so ein bisschen ausgepowert hat. Das kann hier auch natürlich mit den starken Emotionen zusammenhängen. Besonders, wenn man nicht direkt hingeschaut hat. Wir schauen jetzt mal, was als Nächstes auf die Krebse hier zukommt. Was kommt als Nächstes im Dezember auf die Krebse zu? Die 6 der Münzen, das Geben und Nehmen.
Die 6 der Münzen ist, in diesem Fall bekomme ich, dass es sein kann, dass du dich mit Gerechtigkeit auseinandersetzen musst. Für viele könnte es tatsächlich vor Gericht gehen oder finanzielle Klärungen, also behördliche Themen. Es kann sein, damit man etwas besonders, oder damit man das bekommt, was man besonders möchte, dass man dafür etwas anderes hergeben muss. Und da kann es sein, dass man ein bisschen ins Schwanken kommt, auf was man sich hier konzentrieren soll. Für einige bekomme ich, dass es mit einer Stadt zu tun hat, mit einem Wohnort, mit Wohnungen, mit Räumlichkeiten, mit Firmenräumlichkeiten. Also es könnte hier etwas sein, wo man abwägen muss. Für viele wird es um die Entscheidung gehen, Business oder Privatleben. Und das hängt auch hier sehr mit den Emotionen zusammen. Es ist so wie eine Abspaltung, also wie eine Zerspaltung, als würde man beides nicht zusammenfügen können und als würde man sich entscheiden müssen. Seine Gedanken, das heißt nicht nur du machst die Gedanken, sondern dein Gegenüber oder jemand, der dir sehr nahe steht, für die meisten wird es eine männliche Person sein. Solltest du als Mann zuschauen, ist es auch deine Energie. Auch hier liegst du, das heißt, du machst dir viele Gedanken, jemand anders macht sich viele Gedanken. Es geht hier um Klärungen, es geht hier um die Münzen, um Finanzielles. Es geht hier um hohe Ehrenkommen und hier haben wir wieder die Burg, was ich gerade eben als Stadt wahrgenommen habe. Wir haben hier in der Ecke auch eine Art Stadt oder Burg, Gemäuer, was für mich wirklich auf Klärung von etwas Großem hindeutet, also wie eine Firma, wie ein Haus. Also Klärung von etwas Großem. Wir schauen mal, was dein Hauptthema ist, lieber Krebs. Was ist dein Hauptthema im Dezember? Was ist das Hauptthema im Dezember? Ast der Stäbe haben wir hier. Dein Hauptthema im Dezember sind zum einen etwas Neues anzupacken, etwas Neues zu kreieren, aber besonders die Ärmel hochkrempeln und selbst mit Hand anlegen. Und es kann sein, dass du jemand bist, der eigentlich vielleicht gerne delegiert oder Sachen abgibt oder koordiniert. Hier ist es aber so, hier wirst du selbst mit anpacken müssen. Und das ist ja auch so gewollt, wenn dadurch fließen die Emotionen, dadurch, dass du halt selbst mit anpackst, reguliert sich dieser Kreislauf. Das sehe ich gerade wie eine Zirkulation, als würde dadurch die Emotionen frei fließen können. Weil sonst bist du zu sehr im Kopf und dann führt es zu einem emotionalen Stau oder ja vor allen Dingen im Kopf. Also es kann sein, wenn du mit Kopfschmerzen, Migräne zu kämpfen hast, ist das ein Indiz dafür, dass du mehr mit deiner Physis machen darfst. Wir haben das Haus, wir haben das Gericht, was wieder genau auf diese Themen hindeutet. Also es kann hier wirklich vor Gericht gehen, Sachen geklärt werden, Behörden. Es kann um ein Haus gehen, um Räumlichkeiten, um halt eine Firma, um das Zuhause, um die Arbeit, um die Familie. Und traurige Nachrichten, da kann es sein, dass einfach ein Aspekt hier natürlich in den Verlust geht, aber ich bekomme es ja hier oben damit, dass du dich halt entscheidest. Also deine Aufgabe ist es hier, den Fokus auf das zu setzen, was du wirklich willst. Dafür musst du aber etwas hergeben und das wird hier letztendlich beschlossen. Aber du gehst hier nicht mit leeren Händen raus, denn du hast hier das in der Hand, was du willst und das willst du oder wirst du auch bekommen. Wir schauen uns mal deine Gefühlswelt an und auch der Rat. Der geistigen Welt, was du jetzt tun darfst. Die 6 der Stäbe haben wir hier. Die 6 der Stäbe ist natürlich die Siegeskarte. Da hat man etwas geschafft, man hat hier etwas überwunden. Und vom Gefühl sollst du auch schon in diese Energie gehen, damit das hier reibungslos seinen Weg sich auch suchen kann. Also, ja, eine Veränderung wird angeläutet, eine Veränderung, weil hier ja etwas geklärt wird und das bringt natürlich automatisch Veränderungen mit. Hauptperson, es kann hier wirklich um deinen Herzensmenschen gehen, um dein Gegenüber, deinen Mann, deinen Freund,
dein Vater, ein sehr guter Freund, gute Dame. Es sind hier mehrere Menschen involviert. Es kann sein, dass die ganze Familie involviert ist. Es kann sein, dass du ja vielleicht komplett neu strukturierst oder neu ausrollst, dass du viele Menschen auf einmal einweist oder auch ja im weitesten Sinne, dass viele Menschen damit zusammenhängen. Ich meine, wenn es hier um eine Firma beispielsweise geht, da hängen natürlich mehrere Menschen mit drinne. Und hier ist es so, du sollst bei deinen Gefühlen wirklich bei dir bleiben, aber auch feinfühlig zu deinem Umfeld sein, weil eine Veränderung ist natürlich für jeden, für dich, aber sowohl für die anderen auch nie wirklich leicht. Und man soll hier in einer positiven Energie bleiben. Wir schauen mal, was hier die Orakelkarten sagen. Ein Rat vom Universum für die lieben Krebse im Dezember. Ein Rat vom Universum für die Krebse im Dezember. Die Sternenmutter, wie kannst du selbst gut für dich sorgen? Also, mit dieser Karte zeigt es zum einen, dass es hier wirklich um Familienthemen sein kann, dass die gute Dame vielleicht ja auch die Mutter ist. Wir haben hier das blaue Kleid, wir haben da ebenfalls das blaue Kleid. Es könnte natürlich auch eine ältere Dame sein. Wir haben hier einen halben Mond, was hier ebenfalls der Mond für die Gefühle ist. Es geht hier darum, sich selbst wichtig zu nehmen, besonders die Gefühle. Wie kannst du es schaffen, damit du mit deinen Gefühlen im Einklang bist und dich besonders beschützt fühlst? Da es hier sein kann, dass es hier wirklich um das Häusliche geht, das häusliche Umfeld oder einen Sicherheitsaspekt wie die Arbeit, was auch immer. Es kann natürlich hier auch um Kinder gehen, ne? Also wenn du Kinder hast, kann es ja auch um ein Kind gehen. Es geht hier darum, für dich zu erfahren, was ist das Wichtigste für dich? Was ist das, was dich wirklich nährt? Und darauf den Fokus legen. Und dann wirst du das auch erreichen. Es gilt hier gut für sich zu sorgen und wirklich reinfühlen, was, ja, was dich nährt. Und dein Umfeld mal loszulassen. Also der Dezember bringt definitiv Entscheidungen mit sich und es gilt hier anzupacken. Ja, und etwas Großes wird hier in eine Veränderung gebracht, aber letztendlich sieht das sehr positiv aus, doch es kann natürlich sein, dass man auch etwas loslassen muss dafür. Ich bedanke mich von Herzen. Das war deine Botschaft für den Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ja, vielleicht schaust du auch noch die Legung an, wo dein Mond oder Aszendent drin ist, das Zeichen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.